Wir wollen der Frage nachgehen, wie Gender Mainstreaming funktioniert. Mit diesem Ausdruck wird die Initiative bezeichnet, die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. Die Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien hat uns zu ihren Gender Talks eingeladen und wir durften Gender Mainstreaming an der MDW erleben. Diese Gender-Bibliothek nennt sich Denkraum Gender and Beyond. IKM, das ist das Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft, ist für Studierende dienstags und donnerstags geöffnet. Frau Ulrike Sich, Vizerektorin für Lehrer- und Frauenförderung, stellen mir die Frage, warum sie sich so intensiv für die Gender-Thematik einsetzt. Mein, wie soll ich sagen, persönliches Glück, muss ich fast sagen, ist, um Ihre Frage zu beantworten, warum ich in Gender-Thematik so aktiv bin als Vizerektorin. Einerseits ist Gender Mainstream ein politischer Auftrag und es ist einfach gesetzlich fixiert und verankert, dass ich das als Vizerektorin tun muss, da ja mein Ressort auch Frauenförderung heißt. Zum anderen ist es mir schon eigentlich seit meinen Kindheitstagen ein großes Thema, Antidiskriminierung und zu den Schwächeren zu halten. Und deswegen habe ich auch sehr lange, obwohl ich ja, wie Sie vielleicht wissen, als Sängerin gearbeitet habe und am Haus als Gesangspädagogin engagiert war, habe ich die letzten 20 Jahre aktiv in der Antidiskriminierung gearbeitet und es ist mir auch wirklich ein persönliches Bedürfnis, in diesem Thema weiter aktiv zu sein und es weiter auszubauen. Und ich muss sagen, gerade im Kunstbereich und auch im Wissenschaftsbereich ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ich würde gerne nächstes Studienjahr eine Veranstaltung installieren im Rahmen der Weiterbildung, die Verhandlungsstrategien heißen sollte. Ich würde aber gerne männliche und weibliche Studierende ansprechen. Einerseits, wie sind die Verhandlungsstrategien von Frauen, wie sind die Verhandlungsstrategien von Männern, dass beide Geschlechter beide Strategien kennenlernen und somit miteinander sensibler umgehen können. Wir planen nun eine Veranstaltung, die nennt sich Gender Screening. Es geht darum, dass wir Gender-Domänen der MDW aufzeigen möchten, zum Beispiel, warum ist Komposition noch männlich, noch immer, Dirigieren männlich, Harfe ist weiblich, Pädagogik ist weiblich. Und die erste Veranstaltung wird am 14. Mai um 19 Uhr an der MDW stattfinden. Ich arbeite sehr, sehr eng mit dem Arbeitskreis für Gleichbehandlung zusammen. Es hat sich an diesem Haus sehr bewährt, dass das Thema der Antidiskriminierung im Bereich des Arbeitskreises liegt und das Thema der Gender-Thematik bei mir im Vizerektorat zusammen mit unserer Koordinationsstelle für Frauenförderung und Gender Studies. Man kann an jeder Ecke des Hauses Plakate sehen. Es gibt eigentlich keine universitätsangehörige Person, die nicht vom Arbeitskreis für Gleichbehandlung gehört haben. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam eine Veranstaltung organisieren. Willst du vielleicht erzählen, worum es da geht? Genau. Wir planen zusammen eine Reihe, die heißt Respektvoller Kunstunterricht. Und die erste Veranstaltung wird am 10. April um 14 Uhr hier an der Universität stattfinden. Die heißt Hände weg. Und da wird Freier Hoffmann zum Thema sexuelle Belästigung sprechen. Wir vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen haben den Auftrag, Diskriminierung entgegenzuwirken. Und in dem Zusammenhang sorgen wir auch dafür, dass die gesetzlich geforderte Quote von 40% an gesamtuniversitär angestrebt wird und auch in Gremien eingehalten wird. Und wir erstellen jährlich da den Frauenquotenbericht. Das ist jetzt das Exemplar von 2011. Der ist auch im Internet abrufbar auf unserer Homepage. Da sieht man ganz besonders gut, wie die Unterschiede innerhalb der Universität, wie stark die Unterschiede innerhalb der Universität sind. Beispielsweise sind am Institut für Komposition und Elektroakustik nur 9% Frauen beschäftigt und am Institut für Gesangspädagogik immerhin 67% Frauen. Und diesen Unterschieden möchten wir mit den Quoten entgegenwirken. Frauen haben immer schon auch Komposition studiert, weil ich gerade das Institut für Komposition und Elektroakustik genannt habe. Und in dem Zusammenhang fehlen einfach weibliche Rollenvorbilder. Und dann sieht man auch nachher, nach dem Studium, wie diese Frauen dann sozusagen verschwinden. Also es gibt dann einfach weniger Aufträge für Frauen. Sie sind nicht mehr so aktiv repräsentiert im Konzertleben. Und dem können wir durch diese Rollenvorbilder entgegenwirken. Hier ist das Institut für Komposition und Elektroakustik zu sehen. Also
der rote Anteil hier sind die Männer, der blaue die Frauen. Das ist schon sehr gering, wie man sehen kann. Und wir haben eben durch diese Grafiken das ganz besonders gut verdeutlicht für alle Institute. Also nicht nur hier, das, ja genau. Hier sieht man immer, der rote Anteil sind die Männer und der blaue die Frauen. Und das ist sehr unterschiedlich. Der Grund für den geringen Frauenanteil ist die sogenannte Leaky Pipeline. Also wir beobachten, dass wir immer mehr als 50% der Studierenden, mehr als 50% weibliche Studierende am Haus haben. Und diese weiblichen Studierenden verschwinden mit jeder Stufe der Karriereleiter mehr und mehr. Und wir eben, das passiert durch überholte Strategien. Das Geschlecht ist plötzlich bei der Findung von neuen Professuren relevant. Wir versuchen dem auch dahingehend entgegenzuwirken, dass wir immer bei Berufungskommissionen, Habilitationskommissionen anwesend sind, bei den Sitzungen. Wir begleiten, wir lesen alle Protokolle, Gutachten und Bewerbungen und kontrollieren dahingehend sehr genau, ob Frauen diskriminiert werden oder auch ob Männer diskriminiert werden, je nach Fach. Jetzt geht es um die wissenschaftliche Seite von Gender an der MDW. Die wissenschaftliche Seite ist angesiedelt am Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft und ist durch verschiedene Aktivitäten vertreten. Eine Hauptaktivität ist das Studium, das PhD-Studium Gender Studies. Also da gibt es Lehrveranstaltungen und Studierende werden durch das Studium, PhD-Studium, Dissertationsstudium begleitet. Eine zweite Aktivität, die damit in enger Verbindung steht, ist die Gender-Bibliothek. Gender-Bibliothek ist seit einigen Jahren aufgebaut worden, hat jetzt den Namen Denkraum, Gender and Beyond. Also Denkraum soll gewissermaßen symbolisieren, es geht hier nicht darum, nur bereits Geschriebenes sich anzueignen, also geht um eine bestimmte Art und Weise mit Wissen umzugehen, sondern eben auch das sich Inspiration zu holen, ist da dran gedacht. Und Gender and Beyond ist der Hinweis darauf, es geht um Gender, es geht absolut um Gender, aber es geht auch darüber hinaus, was immer das heißt, Postgender, Queer und so weiter und so weiter. In der Bibliothek werden dann dementsprechend auch Bände dazu gesammelt. Das heißt, es gibt Schwerpunkte Queer Studies, Queer Theory, Postcolonial Theory, Schwerpunkt Men's Studies, also Männerforschung. Und ja, etliche noch nicht wissen, dass es sie gibt. Das Lexikon Musik und Gender ist besonders hervorzuheben im Rahmen einer Gender-Musikgeschichtsschreibung. Gender und Wissen an der MDW. Diese Ringvorlesung ist nach folgendem Konzept entwickelt worden, nämlich einerseits den hier am Haus an der MDW tätigen im Bereich Gender und mit gendersensiblen Themen gewissermaßen auch ein Forum, ein Podium zu bieten, ihre Arbeiten zu zeigen, Diskussion zu entfachen und andererseits sie in Beziehung zu setzen mit Arbeiten und eben Vorträgen, Vorlesungen von Kollegen und Kolleginnen aus anderen Institutionen, aus anderen Bereichen. Die Präsentation erfolgt dann jeweils im Jahr darauf, am 8. März, also dem Internationalen Frauentag, ebenfalls mit der sozusagen zweifach gedachten Schiene. Einerseits wird das Buch präsentiert, andererseits gibt es freilich auch ein künstlerisches Programm dazu. Eine weitere Aktivität ist der Gender Talk bzw. die Reihe der Gender Talks. Das ist also eine neue Veranstaltungsreihe am IKM. Der Inhalt ist, beziehungsweise der Sinn dieser Veranstaltung ist, ein Forum zu bieten, und zwar diesmal der Präsentation von Gender und gendersensiblen Abschlussarbeiten, die in irgendeiner Form in Verbindung mit der MDW stehen.
das war ein Thema. Es war Christiane Zaunmeier bei uns und das Thema war Susanna szenisch inszeniert und es gab Einblicke auch in die Aufführung, die dann im Schöbrunner Schlosstheater stattgefunden hat und man konnte das sehr schön dann in ihrer Präsentation nachvollziehen. Also ich habe ja Theaterwissenschaft abgeschlossen und Musiktheaterregie. Zur Diplomarbeit von Theaterwissenschaft folgendes, also ich habe mich schon lange mit der szenischen Umsetzung von Händel Oratorien beschäftigt. Die sind ja eigentlich nicht szenische Werke, allerdings mit unglaublich dramatischem Gehalt. Es ist schon durchaus so, dass es keine neue Idee ist. In den 20er Jahren wurden viele Händel Oratorien szenisch aufgeführt, aber auch in der jüngsten Zeit und vor allem jetzt auch in Österreich inzwischen gibt es Inszenierungen. Viele werden wahrscheinlich Klaus Guths Messiah im Theater in der Wien gesehen haben vor einigen Jahren. Und das Interesse ist Gott sei Dank sehr groß und mich interessieren die Stücke vor allem wegen den Frauenthemen. Und deshalb habe ich auch heute referiert, weil ich als Diplominszenierung Händels Oratorium Susanna inszeniert habe im Schloss Schönbrunn, im Schlosstheater Schönbrunn im Jahr 2011, im November. Und Händel hat ja viele Frauenthemen in Oratorien gefasst und Susanna ist eines davon. Es geht um die alttestamentarische Geschichte von Susanna im Bade. Susanna, die von den beiden Elders ja zu Unrecht des Todes angeklagt wird, also die beiden wollen sie zuerst vergewaltigen und verleumden sie schließlich und klagen sie des Ehebruchs an, worauf das Todesurteil folgt. Und diese Geschichte, die um die Themen Machtausübung, Unterdrückung der Frau und Gewalt an Frauen geht, dieses Stück hat mich und meine Bühnenbildnerin sehr interessiert und deshalb ist die Produktion entstanden. Gender in dem Sinn einfach nur dieses Nachdenken über Ungleichheit aufgrund von Geschlecht. Wobei ich sagen muss, so wie ich heute Ungleichheit oder Ungleichbehandlung erlebe, ist es natürlich was ganz anderes als im Unterschied zu der Geschichte von Susanna, wo es wirklich um andere Themen geht. Aber unsere Geschichte kommt einfach aus einer patriarchalen Struktur und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und wir sind in Westeuropa und da empfindet man das als junger Mensch durchaus so, dass man scheinbar gleichberechtigt ist. Ich kann heute alles studieren, ich kann wählen, ich fühle mich an sich gleichberechtigt. Nur im Alltag, bei den Kleinigkeiten, da fängt es dann an. Also ich habe mich, wie ich mich mit dem Stück beschäftigt habe, mit meiner Bühnenbildnerin hingesetzt und wir haben überlegt, was uns so ärgert im Alltag, Kleinigkeiten, wirklich oft Lächerlichkeiten. Ja? Und eine Geschichte dazu, ich habe 2008 in Rom Theaterwissenschaft studiert, als Auslandssemester war ich in Rom und war gerade unglaubliche Vergewaltigungsrate aktuell. Ja? Es stand immer in den Medien und Berlusconi hat damals ein Statement dazu abgegeben, der gesagt hat, naja, wir haben halt auch die schönsten Frauen in Rom, wundert es euch denn? Ne? Das war seine einzige Stellungnahme dazu und ich kann mich erinnern, also das war 2008, wir waren alle entrüstet, auch meine männlichen Mitbewohner. Das hat nichts zu tun, dass jetzt die Männer nicht so entrüstet gewesen wären wie die Frauen, aber das ist eine Aussage, die im 21. Jahrhundert kommt und die ist einfach nicht tragbar. Ne? Und da kommt immer wieder diese Schuldfrage rein, die Frage der Erbsünde etc. Kennen wir ja alle. Und dass das überhaupt noch ausgesprochen wird, dass die Weiblichkeit an sich, dass in der Weiblichkeit was Sündhaftes oder was steckt, was die Versuchung hervorrufen kann, das ist schon sehr fragwürdig. Passiert einem aber immer. Mir passiert es auch oft in Wien und auch meiner Bühnenbildnerin, die in meinem Alter ist. Wir sind junge Frauen, um die 30. Und wenn wir außer Haus gehen und da steht eine Gruppe an jungen Männern einer gewissen Gesellschaftsschicht, dann können wir uns sicher sein, dass wir blöd angeredet werden und dass man sich fürchten muss, dass man gesund und heil wieder nach Hause kommt. Und das ist eigentlich für die heutige Zeit
undenkbar. Und da ist für uns noch immer Aufholbedarf, weil wir natürlich als junge Frauen sagen, das ist unser Geschlecht. Und nur weil es unser körperliches Geschlecht ist, sind wir deshalb weder Opfer noch Objekt der Begierde. Wir sind, wie wir sind. Und das sind so alltägliche Fragen, die uns beschäftigen. Und indem es ja im Stück von Susanna auch darum geht, dass die Weiblichkeit als Objekt der Begierde gesehen wird, dass es für die Männer ganz klar ist, dass sie überlegen sind, dass sie die Frauen zwingen können zum Sex, wie es in dieser Geschichte auch ist. Da findet fast eine Vergewaltigung statt. Da muss man sagen, da muss man schon noch mal hinschauen und sagen, dass das Stück durchaus noch immer aktuell ist. Also ich heiße Joanna Piestrzyńska, ich bin Bühnenbildnerin, ich habe in Wien Bühnenbild studiert, deswegen bin ich eigentlich nach Wien gekommen und bin ich geblieben jetzt nach dem Studienabschluss. Ich habe Christiane auf der Uni auch kennengelernt und wir haben entschieden, dass wir zusammenarbeiten wollen und deswegen habe ich auch Bühnenbild für dieses Stück gemacht. Also in Bühnenbild wollte ich also gesellschaftliche Strukturen abbilden. Deswegen haben wir so Raumeinteilung gedacht mit oben und unten. Alles, was sich oben befindet, gehört zu Macht, Politik und eigentlich zu Männern, weil unsere Geschichte ist im Altertum dargestellt. Und unten befinden sich Frauen, also unsere Susanna und auch unsere Schattenfrauen, die wir in Kästchen, in leuchtende Kästchen geschlossen haben. Und die sind sozusagen also Fundamenten, auf welche diese Machtzivilisation der Männer gebaut wurde. Also beide Türme, die wir sehen können, sie symbolisieren beide Elders, sind phallische Symbole und die stehen, also und Abbildung von Susanna bei uns, das ist Gazebo, also diese weibliche, rundliche Form, die in der Mitte steht, also so Gartentempel auf einer Seite und so privater Raum von Susanna von der anderen Seite. Und ich wollte einfach ganz konkret zeigen, dass die beiden Türme sich zu Susanna nahen und dann später im Entwicklung des Stücks sieht man auch, dass die Türme wurden verschoben, mehr und mehr Richtung Susanna und dann in der dritten Akt, wo schon Schluss und Gerichtsszene gibt, Susanna ist tatsächlich zwischen beide Türme, also sie hängt einfach zwischen beide Türme, weil ihr Schicksal hängt jetzt von beide Elders ab. Mein Name ist Sophie Rennert, ich studiere derzeit an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien an der Abteilung für Sologesang. Und vor ziemlich genau einem Jahr hatte ich die große Freude, die Titelpartie in Händels Susanna zu übernehmen, in dieser wunderbaren Produktion im Schönbrunner Schlosstheater unter der Regie von Christiane Zaunmeier. Zu dieser Rolle bin ich quasi ein bisschen durch Zufall gekommen. Ich bin sozusagen eingesprungen für eine Kollegin und habe dann ein bisschen mich mit der Frau Zaunmeier zusammengesetzt und wir haben relativ schnell festgestellt, dass das eine sehr intensive und begeisterte Zusammenarbeit werden wird. Das Stück ist uns beiden sehr am Herzen gelegen. Sie hat sich natürlich davor schon intensivst damit beschäftigt. Ich bin etwas später dazu gestoßen, aber wir haben uns da gegenseitig begeistert, denke ich. Was mich besonders fasziniert an diesem Stück ist, dass es eigentlich, obwohl wir es in einer sozusagen altertümlichen Zeit belassen haben, es ist eigentlich nach wie vor aktuell, diese Thematik. Es hat das Stück ein offenes Ende und das zeigt eigentlich auch die Situation heute. Denn es gibt, glaube ich, immer noch ein offenes Ende in dieser ganzen
Frauen-Gleichberechtigungsthematik. Es hat sich einiges getan natürlich in den letzten Jahrzehnten und vielleicht auch Jahrhunderten, aber es ist nach wie vor nicht gelöst. Und das ist auch der Knackpunkt der Susanna, dass sich eigentlich dieses Problem, dass die Frau immer eine Spur unter dem Mann steht oder unter der Macht steht, dass sich das immer noch nicht ganz zu Ende gelöst hat. Wer weiß, vielleicht wird sich es auch nie zu Ende lösen oder wie auch immer man sich das vorstellt. Aber das Interessante meiner Meinung nach ist, dass durch dieses Stück eigentlich gezeigt wird, worüber man heute nachdenken sollte. Nämlich, ist es überhaupt so weit, dass es schon eine Lösung gibt oder müssen wir noch eine finden? Der Schwerpunkt, der hier jetzt in Bezug auf Gender gesetzt wird, ist auch dem Haus entsprechend das Thema Wissenschaft und Kunst. Und zwar Wissenschaft und Kunst im Dialog. Im Dialog heißt, es geht um Themen der Transdisziplinarität. Transdisziplinarität bedeutet in diesem Fall, wie kommen Wissenschaft und Kunst ins Gespräch? Ja, also wie funktioniert das? Wie kommt eine Künstlerin, eine Wissenschaftlerin miteinander ins Gespräch? Das sind ja komplett andere Welten auch. Und wo kann das passieren? Welche Räume müssen dafür zur Verfügung stehen? Welche Sprache muss gefunden werden? Welche Zeiträume? Also da geht es wieder um das Herstellen von Räumen, in denen was Neues passieren darf, in denen Begegnung passieren darf, in denen Dialog passieren darf, Dialog aber im ursprünglichen Sinn des Wortes. Inwiefern haben Geschlechterverhältnisse, die Kategorie Geschlecht sozusagen das Leben in der Vergangenheit mit beeinflusst? Das ist natürlich für die Musik, für Theater, für Film, für die Künste, die wir hier am Haus vertreten, sehr, sehr bedeutend, sehr wichtig, welche Personen treten wann auf welcher Bühne, unter welchen Bedingungen auf. Das wäre, da sind wir sozusagen in einem musiksoziologischen Bereich, würden wir sagen, theatersoziologischen Bereich, filmsoziologischen Bereich. Das verbindet sich dann mit der Genderforschung insofern, weil die Genderforschung, die ja früher Frauenforschung geheißen hat, davon ausgegangen ist, na, was haben denn die Frauen, die das sozusagen in dieser Wissensproduktion nicht vorkommen oder in diesem Wissenskanon, der uns auf den Universitäten gelehrt wird, nicht vorkommen. Wo waren die? Was haben die gemacht? Und da ist es dann sehr, sehr spannend zu sehen, dass sozusagen diese bürgerliche Welt der Öffentlichkeit und der Privatheit entscheidend dafür ist. Wir können heute nicht von Chancengleichheit sprechen und sagen, na, es wird alles immer gleicher. Wenn wir historisch zurückgehen, war das nicht der Fall, weil es eine andere Grundansicht gegeben hat, wer was zu tun hat. Das nennt man, Karin Hausen, eine Historikerin, hat einmal davon gesprochen, das sind sogenannte Geschlechtscharaktere. Sie hat Enzyklopädien, Wörterbücher durchgesehen und geschaut, was Frauen, was Männern zugeschrieben worden ist und hat das extrahiert und in einem Text aus dem Jahre 1976, der noch immer sehr, sehr gut zu lesen ist, uns aufgezeigt, in wie unterschiedlichen Welten Männer und Frauen sozusagen gesetzt waren. Da sind wir jetzt in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Wir verbinden die Aufklärung so immer mit diesem Hellerwerden. Die Welt wird heller, es kommt mehr Wissen in die Welt. Für die Geschlechterfrage war es das nicht. In welcher Weise nicht? Wir wollen jetzt nicht von vorher sprechen. Mittelalter war auch nicht optimal. Es war nichts optimal, sozusagen in 2000 Jahre, 4000 Jahre, 6000 Jahre Patriarchat. Aber die Aufklärung, die für so viele so viel Licht gebracht hat, hat für die bildungshungrigen Frauen nicht so viel Licht gebracht. Und da staunen wir natürlich heute noch immer darüber. Und darum geht es unter anderem in der Genderforschung, in der Musik, im Theater und im Film. Ganz wichtig ist uns hier im Haus der 8. März. Warum der 8. März? Der 8. März, Internationaler Frauentag, ist ein gesellschaftlich sozusagen durchgesetztes Datum. Und wir wollen hier an der Musikuniversität, Universität für Musik und Darstellende Kunst, auch für Theater und Film, einfach auch zeigen, was wir im vergangenen Jahr dazu gemacht haben, wollen das Thema featuren, wollen sagen, okay, das ist ein interessanter Zugang, wer arbeitet dazu,
dazu, was gibt es an neuen Projekten, wie schaut es aus? Sind wir weitergekommen seit letztem Jahr, seit vor 5 Jahren? Davon erzählen dann zum Beispiel die Frauenquoten des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen. Wenn nicht, warum nicht? Das heißt, das ist einfach ein Datum, der 8. März, wo man man als Gelegenheit nehmen kann, sich zusammenzusetzen, ein künstlerisches Programm zu genießen, einen neuen Band der Gender-Ringvorlesungen vorzustellen und sich zu fragen, na, was machen wir als nächstes? Muss ich jetzt spontan sagen, dranbleiben, nicht aufgeben. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr gut auf gutem Kurs, wir sind gut unterwegs und ich wünsche mir wirklich, dass es so gut weitergeht wie bisher. Ich wünsche mir, dass wir auch diese Veranstaltung Gender Screening ausbauen können. Mal schauen, unser erstes Pilotprojekt wird der Komposition sein. Und ich erwarte mir sehr viel von dieser Veranstaltung. Ich freue mich um jede Dissertation, die wir in Gender Studies bekommen, um jedes gutes Thema, das bei uns am Haus bearbeitet wird. Ich denke, wir sind so ein gutes Team. Wir werden weiter aktiv und spontan in Ideenentwicklungen sein. Und es wird uns sicher in meinen nächsten, ich bin ja noch 5 Semester im Amt, wird uns sicher noch viele Sachen einfallen zum Thema Gender-Thematik, zum Thema Veranstaltungen. Und was machen wir als nächstes, kann ich nur sagen, lassen wir uns überraschen. Unsere Pläne sind einfach weiter so und ja, ich möchte mich sehr herzlich bei diesem Team bedanken.